Moin Leute, was geht mal wieder? YouTube Gamescom vom AR-Clan ist hier und so. Und wir spielen heute mal wieder Red Dead Redemption. So, die Feinde sind schon auf meiner Lauer und ich muss mich jetzt langsam hier aus dieser Region verpissen, sonst habe ich ein mächtiges Problem. Oh, ich werde nämlich jetzt hier schon beschossen von den ganzen Cowboys, weil ich habe ein Kopfgeld von 160 Dollar. Damals waren 160 Dollar nämlich viel, viel mehr wert. Da gab es nämlich diese Inflation noch gar nicht. Und jetzt sind wir auf unserem Pferd. YouTube Gamescom reitet davon und wir können uns gleich mal nach vorne gehen. Ja, ich spiele Red Dead Redemption, ihr seht schon, auf der PS3. Habt ihr schon jemanden angefangen? Egal, auf jeden Fall gibt es da vorne auch Jagdmissionen. Ich glaube, das ist da ganz da vorne, da gibt es die Jagdmission. Ihr könnt also auch Tiere jagen, wenn ihr wollt. Bin mir aber nicht sicher, nur weil das hier von dieser Kreis angezeichnet wird. Jetzt reiten wir auf jeden Fall mal hier durch die Steppe und da vorne sehen wir schon ein Haus. Da steht, erledige die Walton-Bande bei Winter's Blaze. Machen wir sehr gerne, weil wir haben eine Zierkarabiner dabei. Mit der Waffe können wir nämlich, ja, wir haben hier noch dieses Ding hier, dieses Ei hier, da können wir die, oh. Wenn ihr Lager einnimmt, bitte darauf achten, dass ihr immer eine bestimmte Entfernung habt, weil so näher ihr seid, umso tödlicher sind die ganzen Kugeln. Das heißt, umso weiter ihr weg seid, umso besser ist das eigentlich für euch. So. Das funktioniert alles hier in Stufen. Am Anfang müsst ihr die erste Gegnerwelle abknallen. So, habt ihr das getan? Kommt eine zweite Gegnerwelle. Meistens stärker. Und dann irgendwann mal die dritte, die ganzen Chefs mit kugelsicheren Westen sozusagen. Auf jeden Fall sind die deutlich schwerer auszuschalten als sonst. So. Jetzt müssen wir die Verstärkung ausschalten. Die Verstärkung ist natürlich stärker, weil es erstens mal mehr Menschen sind, mehr Soldaten, die natürlich einfach mich töten wollen. Aber wenn ihr genug Sicherheitsabstand habt und ein volles Dead Eye, also dieses rote da, dann kann euch eigentlich nichts mehr passieren. Durch Kills bekommt ihr die Dead Eye langsam wieder voll. Zum Beispiel diesen hier haben wir einfach abgeknallt. Da hinten ist noch einer. Nun können wir unser Dead einnehmen. Oder auch nicht. So. Ganz schön zäh, der Junge. Wow. Wow, man. So, mal kein Black Ops 2, oder? Ich bin jetzt immer noch auf Berufsschule, Leute. Wie ist das? Also das Lager will ich heute eigentlich schon einnehmen. Das muss schon sein, Leute. Ich denke mal. Ah, ich habe hier die Winchester. Das ist Winchester. Oh, wow. Ja, das sieht aus wie ein berühmter Musiker mit dem Hut. So. Dead Eye funktioniert auch wieder. Wollen wir aber nicht einsetzen. So, YouTube Gamescom wurde von der Wolfenbande erledigt. Das gibt's doch gar nicht. Och, Mann, oh Mann. Es ist einfach schön, mit dem Sonnenuntergang dieses Spiel zu spielen. Habe da damals mit meinem zweiten Account stundenlang gespielt. Der Nickel, der hat's drauf. Der Nickel, den muss ich beobachten. Aber der hat keine Chance gegen Winchester. Den baller ich weg, weil ich den nur noch aggressiver werde, wenn... Ich will ihn holen. So. Haben wir das ein? Ja. Dead Eye ist wieder drin. So. Weiter geht's. Wir müssen weiter. Oh, der liegt am Boden. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Will noch sein Revolver rausholen. Schafft aber nicht mehr. So. Meine Speicherkapazität ist gleich voll. Das heißt, das Video könnte auf einmal aufhören zu Dingen zu senden. Also nicht wundern. Ich sag einfach mal, see you later, alligator. Obwohl das Video noch nicht vorbei ist. Warte. Komm, da reißen wir noch.